Moin in die Runde, da ist er, der Bauer aus dem Mark. Ha! Ein Kollege von mir hat gerade gestern mir einen Link geschickt von WISO. Ja, öffentlich-rechtlicher Rundfunk und so weiter. Vor Jahren, kann ich mich daran erinnern, noch gar nicht so lange her, hat man über das Palmöl geschimpft. Oh Mann, war man da böse. Das ist ja, das vernichtet Urwald und so weiter. Gestern war das wieder anders. Dann irgend so ein Experte sprach dann davon, dass man ja zertifiziertet Palmöl oder Palmfett nehmen sollte. Ging um Knödel. Von, weiß ich, verschiedenen Marken haben sie da getestet und da wären welche gewesen, die hätten den Palmöl verwandt und welche hätten Rapsöl oder Sonnenblumenöl. Ja, gut. Also vor Jahren war das noch verpönt, Palmfett zu fahren, also Palmfett zu nehmen oder Palmöl, denn die Grünen haben ja 2005 damals geworben, Rapsöl oder Sonnenblumenöl oder unter anderem die Ostdeutsche Eisenbahn, die damals hießen sie ja noch anders, Prignitzer Eisenbahn, die hat Palmöl in ihren Lokomotiven verfahren, in ihren Bummelzügen hier, na hier, das Ferkeltaxi, weil es billiger war wie Diesel. Tja, und dann hat man die Kampagne gefahren, also Palmöl würde ja gegen diesen oder für diese Urwaldabholzung stehen und das sollte man nicht machen. Gestern war das wieder so, da hieß es, ja, aus Indonesien, da werden ja Kleinbauern mit finanziert und das wäre zertifiziert und dann könnte, welche Zertifizierung, für was, wo, wie viel Zertifizierung haben wir denn alles als deutsche Bauern und was wird von uns nicht genommen? Aber das, was nicht zertifiziert ist, siehe Weizen aus der Ukraine, Giftstoffe festgestellt in Dänemark und in Tschechien. Ja, wenn da Zertifizierung draufsteht, ist das umsonst, dann ist das ja, ist das genießbar. Jedenfalls meinte so ein Experte, ja, also wenn es zertifiziert ist, könnte man das nehmen und dann würde ja auch dann schützen die Umwelt. Alles klar. Und damit müsste man, würde man, also wenn man diese Knödel nimmt und mit Palmöl gemacht ist, würde man in Indonesien Kleinbauern fördern, unterstützen, finanziell unterstützen, dass sie ihre Kinder zur Schule schicken können. Ja, und ein paar Sätze weiter sprach er dann davon, dass hier einige mit Rapsöl oder mit Sonnenblumenöl produziert werden. Und das wäre ja nicht so nachhaltig. Nee, da bräuchte man viel mehr Fläche, um die gleiche Menge Öl zu ernten. Nach die Jalliköde trapsen. Wer schreibt das Programm oder wer schreibt diese Szenarien? Schreiben das Grüne, weil sie wissen, die müssen die Landwirtschaft hier endgültig kaputt machen und der ZDF spielt da mit? Also, ihr ZDF-Journalisten und grüne Banditen. Langsam aber sicher kommt mir das so vor, wie wenn ihr wirklich, aber auch alles daran setzt, scheißegal, wo es herkommt, Hauptsache kommt nicht aus Deutschland. Und was die Umwelt bei den anderen sagt, ist völlig egal. Hauptsache, wir haben hier Blümchenwiese. Hier wird alles totgemacht. Tierhaltung, Pflanzenproduktion und so weiter. Und dann ist gut. Hauptsache, es kommt von woanders und wir sind hier zufrieden und wir haben hier die Biodiversität geschützt und so weiter. Palmöl, das auch jetzt nachhaltig, angeblich nachhaltig ist, ist ja auch mal in Urwäldern oder da waren ja auch mal Urwälder in Indonesien. Und wer ist da zu Hause in den Urwäldern? Zum Beispiel der Orang-Utan, eine streng geschützte Art. Primatenart. Gut, manche sind ja in der Politik auch bloß Primaten. Auf welche Entwicklungsstufe, das sei dahingestellt. Aber muss es sein, dass man so ein Zeug nimmt, obwohl es hier in Europa genug Öl gibt, Raps- oder Sonnenblumenöl? Das ist meine Frage. Warum muss man jetzt wieder da auf Palmöl und Palmfett? Das kommt ja her, wandert oder aber das hat Füße. Oder wie? Das muss ja auch hergeschafft werden. Saisonal, regional, diese Begriffe sind bei den Grünen und beim ZDF wahrscheinlich noch nicht angekommen. Deswegen würde ich mich mit so ein paar ZDF-Latschen da mal unterhalten, die denn endlich mal verstehen, was das heißt, Transportwege aus Indonesien, das ist immer halb rum. Ja, nach Annalenas Definition wären mehrere hunderttausend Kilometer. Ja, das sind solche Sachen, die muss man erst verstehen. Oder? Also, was haltet ihr von diesem Beitrag? Ich hefte mal, wenn ich schaffe, den Link da unten noch mit ran. Ansonsten einfach WISO vom 6. November 2023 ab der Minute 18 könnt ihr euch das über Knödel angucken und dann kommt so bei 23 kommt dann diese explizite Aussage von diesem
Experten, der meint, dass Raps und Sonnenblumen nicht nachhaltig genug sind. Bis denn, der Bauer aus der Mark.